Zeitablaufdiagramme richtig lesen können mit Giancarlo Teacher und dem Elektrotechnik-Podcast. Hallo meine lieben Freunde Elektrotechnik, heute mit einer Fußgängerampel und dem Beispiel, was jeder eigentlich kennt. Ihr kennt es aber, ihr steht an der Ampel, drückt den Taster und wollt einmal über die Straße gehen. Dieses Signal von dem Taster, was ihr eingibt, wird den ganzen Verlauf gespeichert. So, die Fußgängerampel ist zunächst rot und die Kfz-Ampel dementsprechend grün. So, jetzt schaltet diese grüne Ampel vom Kfz eben auf Gelb und dann auf Rot. Ihr seht das alles in dieser Reihenfolge, müsst ihr das Ganze hier betrachten. Ja, wir gehen jetzt immer von Sekunde zu Sekunde weiter. Jetzt springt diese rote Fußgängerampel von Rot auf Grün. Ihr seht immer noch, das Signal ist gespeichert. Und wir können über die Straße gehen. Wenn das Ganze passiert ist, natürlich, die Omas müssen sich beeilen, dann springt die Ampel der Fußgänger wieder auf Rot. Jetzt funktioniert das Ganze so, bevor hier die Ampel von Rot auf Grün wechselt, haben wir natürlich den Wechsel vorher wieder auf Gelb für die Kfz da und dann eben erst wieder auf Grün und das Auto kann wieder fahren. Und die Signalspeicherung ist beendet und ein neuer Vorgang muss gestartet werden. Und wie wir es aus der Steuerungstechnik kennen, das gute Adams-Prinzip, nein, natürlich das EFA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung in der Steuerung und Ausgabe in Form meiner Lichter. Für weitere Videos und Informationen für die Elektrotechnik abonniert den Kanal genau hier und hört unbedingt in meine neueste Podcast-Folge rein zur Steuerungstechnik.